Moin Leute und willkommen zum neuen Video. Heute haben wir Horrorschrei als Gast dabei. Würde mich freuen, wenn ihr bei den Jungen mal ordentlich reinsupportet. Der Link ist ganz oben in der Beschreibung. Und denkt dran, falls ihr selber in der YouTube-Suche sucht, sein alter Kanal mit 5000 Abos ist nicht mehr aktiv. Beim neuen wird sein Name jetzt zusammengeschrieben. Und nun viel Spaß beim heutigen Video. Das folgende Video wurde für den YouTube-Kanal 10 Years of Fear hochgeladen und zeigt die beiden Spukforscher bei einer paranormalen Untersuchung eines stillgelegten ehemaligen Zugtunnels, in dem laut ihren Angaben ein Mann sein Leben ließ, während er in einem Zug arbeitete, der zu langsam unterwegs war und seine Kabine mit Kohlenmonoxid füllte, woraufhin er erstickte. Ich empfehle euch an dieser Stelle Kopfhörer aufzusetzen, da wir es hier mit einem Audiophänomen zu tun haben, das ich auch mehrfach wiederholen werde. Das Krasse an diesem Fall ist, dass es sich hierbei um keine EVP handelt, sondern um eine Disembodied Voice, also eine körperlose Stimme, die live vor Ort zu hören ist und laut seinen Angaben hinter ihm war. Auf jeden Fall ein Ereignis, das man so schnell nicht vergessen dürfte. Ein besorgter Mann stellte eine versteckte Kamera im Schlafzimmer auf, weil er Bedenken hatte, dass seine Freundin im gemeinsamen Bett fremdgeht. Doch was er am Ende aufgenommen hat, wird wohl dazu führen, dass nicht mal die treueste Person freiwillig dort schlafen geht. Das Video ist schon älter und recht bekannt, jedoch konnte ich nichts darüber in Erfahrung bringen, ob es jemals als Fake entlarvt wurde. Ich würde deswegen gerne mal eure Meinung dazu wissen. Wenn ihr sowas nachstellen würdet, wie würdet ihr da vorgehen? Das sogenannte Monroe House in Indiana ist ein beliebter Ort bei Geisterjägern und Fans des Paranormalen gleichermaßen. Denn er gehört mit zu den frequentiertesten Orten, was Spukphänomene angeht. In den meisten Berichten wird vom Geist eines kleinen Mädchen berichtet, die oft am Fenster des oberen Stockwerkes vom Hause gesehen wurde. Im folgenden Video, bei dem die Kamera aufgestellt und zum Filmen alleine im Haus gelassen wurde, sehen wir auf jeden Fall interessante Geschehnisse, die diese Geschichte untermauern konnten.
Was haltet ihr davon? Wurden hier paranormale Aufnahmen gemacht oder gibt es hier eine normale Erklärung? Sylvia C., eine Frau aus England, die ich schon mal auf diesem Kanal präsentiert habe, hat vor kurzem erneut paranormale Aktivitäten in ihrer Küche aufgezeichnet, die wieder ziemlich interessant aussehen. Was glaubt ihr? Echt oder ein verdammt gut gemachter Fake? Philipp Bodgitter uploadete dieses Video einer Überwachungskamera der Held Makai School in Südafrika. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen, bei der eine äußerst gruselige Erscheinung aufgenommen wurde. Bei meiner Recherche konnte ich leider keine Informationen bezüglich Spukphänomene an dieser Schule finden. Aber wer weiß, vielleicht ändert sich das Ganze ja nach diesem Video. Lasst uns auf jeden Fall gerne eure Meinung in den Kommentaren hören. Das folgende Video hat mir die Mutter unserer allseits beliebten Zuschauerin Dino-Expertin, die Teil der Geisterjägertruppe Ghoststalkers East Germany ist, gesendet, die an diesem Tag eine paranormale Untersuchung in einem alten verlassenen Dorf machten und routinemäßig eine Kamera aufstellten, um mögliche paranormale Phänomene auf Band zu bekommen. Die folgenden Aufnahmen dürften durchaus ihren Zweck erfüllt haben, aber seht selbst. Während der Aufnahmen war keine der Personen in der Nähe der Kamera oder des Raums, in dem die Kamera steht. Und auch beim vorherigen Kontrollgang konnte keine fremde Person auf dem Gelände ausgemacht werden, die diesen Schatten hätte verursachen können. Auf jeden Fall eine gruselige Aufnahme, die wir hier bekommen haben. Und falls ihr Fragen zu diesem speziellen Fall habt und mehr wissen wollt, habe ich euch die Facebook-Seite in der Beschreibung verlinkt, auf der ihr mit Sicherheit schnell eine Antwort bekommen werdet. So, und schon sind wir wieder mal am Ende des Videos angelangt. Ich danke euch fürs Zuschauen und hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal, eure Mythenecke.